Spiel in der Kontrolle haben. Und die zweite Halbzeit hat begonnen. Ja, gehalten. Einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück. Schoch geht wirklich ran. Oh ja, schön aus dem Rückraum eingeklingt. Sensationell. Maas hat es abgesehen auf Lausen. Es sieht ganz so aus, als wenn sich die Abwehr heute Abend einiges vorgenommen hat. Reusch kehrt ins Spiel zurück. Es gibt eine Zeitstrafe für Reusch. Viel zu anders. Völlig unnötig. Muss man nicht machen. Was für eine Parade. Also das nenne ich mal Reaktionsvermögen. Das ist wunderbar gemacht. Sensationelles Tor. Wunderbar gemacht. Einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück. Eggert. Reusch kehrt ins Spiel zurück. Schoch. Maas. Das war viel zu riskant. Da muss er geduldiger sein. Bauen ihren Vorsprung weiter aus. Das sieht gut aus. Schoch. Fantastisch gehalten. Das ist fantastisch. Super Tor. Es sieht gar nicht gut aus für Neuhausen. Keinert. Schoch. Maas. Das ist ein riskanter Wurf von Maas. Hand ist oben, jetzt muss der Abwehr. Ihre Abwehr ist einfach sehr, sehr gut. Da muss sich der Angriff schon einiges einfallen lassen gegen diese Abwehr. Das ist wirklich nicht leicht. Maas geht wirklich ran. Monsterblock. Maas. Den habe ich schon drin gesehen. Du, ich auch. Das war wirklich knapp. Rebmann mit einer großartigen Reaktion. Reusch, die 2 Minuten Zeitstrafe ist gerechtfertigt. Absolut. Die Abwehr steht perfekt. Das fällt mir sehr gut. Neuhausen sind im wahrsten Sinne des Wortes geschlagen. Dieses Spiel hält mit großer Wahrscheinlichkeit ein überraschendes Ende für uns bereit. Ganz ehrlich, ich glaube, Sie sollten Ihre Strategie wirklich mal überdenken. Der Torwart ist einfach fantastisch. Da gab es nichts zu halten. Was für ein sensationeller Wurf. Einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück. Lausen. Schoch kehrt ins Spiel zurück. Lausen. Fantastisch. Sie haben das Spiel super im Griff. Maas geht wirklich ran.
Ja, und wie so oft im Handball hat eine herausragende Torhüterleistung das Spiel entschieden. Rebmann hat das Spiel gerettet. Der Torwart hält, das ist fantastisch. Und wie schon gesagt, heute Abend ist das Niveau sehr, sehr hoch. So wie es aussieht, sind sie nicht aufzuhalten. Wessig. Maas. Das konnte nicht klappen. Er war doch viel zu weit weg. Also das war extrem viel Risiko und überhaupt nicht gut vorbereitet. Ganz klare Sache. Es gibt zu Recht einen 7 Meter. Guter Wurf. Sehr schön. Ja, schön mit Auge. Richtige Ecke ausgewählt und getroffen. Großartig. Perfekt gehalten. Sie bauen ihren Vorsprung weiter aus. Das sieht gut aus. Schoch hat es abgesehen auf Lausen. War das ein böses Foul? Die Schiedsrichter sagen nein. Wessig. Das aus dieser Entfernung. Maas. Keinert. Oh, das war nicht gerade der beste Zeitpunkt, um es aus dem Rückraum zu versuchen. Den hätte er nochmal ablegen. Ja, dieses Tor bringt sie dem Sieg einen Schritt näher. Damit ist das Spiel so gut wie vorbei. Maas. Müssen sie aber was machen. Schoch. Keinert. Das nenne ich mal eine Abwehr. Knallhart. Da kommt nichts durch. Sie bauen ihren Vorsprung weiter aus. Das Spielergebnis scheint ganz klar zu sein. Also das wird extrem schwer, sie noch einzuholen. Schulze. Jetzt wird es sehr schwierig für Neuhausen. Ja, allerdings. Der Vorsprung ist sehr groß. Und es ist nicht mehr viel Zeit. Schoch. Neuhausen wirft ein Tor. Ja, dieses Tor bringt sie dem Sieg einen Schritt näher. Damit ist das Spiel so gut wie vorbei. Und noch ein Tor kurz vor Ende des Spiels. Ja, die letzten Minuten laufen. Es ist Zeit, den Vorsprung auszubauen. Einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück. Ja, gehalten. Maas. Was für eine Parade. Das nenne ich mal Reaktionsvermögen. Schoch. Lausen erhält eine 2 Minuten Zeitstrafe. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren. Also jetzt mit einem Mann weniger auf dem Feld. Wessig geht wirklich ran. Eggert. Sie bauen ihren Vorsprung weiter aus. Das Spielergebnis scheint ganz klar zu sein. Also das wird extrem schwer, sie noch einzuholen. Maas. Schoch. Maas war ein bisschen zu zuversichtlich bei diesem Wurf. Also bei aller Liebe. Aber da hat er seine Fähigkeiten nur ein bisschen überschätzt. Jetzt wird es sehr schwierig für Neuhausen. Ja, allerdings. Der Vorsprung ist sehr groß. Und es ist nicht mehr viel Zeit. Lausen kehrt ins Spiel zurück.
Großartig, fantastisch. Ja, das Ende des Spiels naht und sie geben immer noch Vollgas. Fantastisch gehalten. Keinert? Ihr Torwart war heute richtig gut drauf. Also da kam nichts durch. Er war heute Abend der entscheidende Faktor. Ja, dieses Tor bringt sie dem Sieg einen Schritt näher. Damit ist das Spiel so gut wie vorbei. Maas? Sie bauen ihren Vorsprung weiter aus. Das Spielergebnis scheint ganz klar zu sein. Also das wird extrem schwer, sie noch einzuholen. Oh je, ein Foul durch Reusch. Das kann nur 7 Meter gehen. Nur noch 10 Minuten Spielzeit. Nur noch 10 Minuten? Das ist überhaupt keine Zeit zum Ausruhen. Gas geben. Schock ist heute Abend in Bestform. Mit einem tadellosen Hüftwurf. Lausen. Jetzt wird es sehr schwierig für Neuhausen. Ja, allerdings. Der Vorsprung ist sehr groß. Und es ist nicht mehr viel Zeit. Schon einfach unglaublich. Ein klarer Sieg. Das war schon beeindruckend. Also sie hatten alles komplett unter Kontrolle. Ein unglaubliches Spiel.